Hallo, mein Name ist Jakob Heuberger und ich bin Serveradministrator im Nürnberger Klärwerk. Wie viele bereits mitbekommen haben dürften, wird Microsoft am 8. April 2014 den Support von Windows XP einstellen. Die Frage ist nun, was das bedeutet. Faktisch heißt das, dass ab diesem Datum keine Sicherheitslücken mehr im Betriebssystem geschlossen werden. Wenn es jetzt einen neuen Virus gibt, der diese Lücken ausnutzt, kann dieser sich weltweit ausbreiten. Sagen viele Leute natürlich, ich habe doch einen Virenschutz. Das ist grundsätzlich richtig, das ist für eine Übergangszeit geeignet. Faktisch ist es aber so, dass der Virenschutz immer nur reagieren kann und keine Lücken vorabschließen kann im Betriebssystem. Die Frage ist jetzt, was kann ich tun, um auch wieder sicher im Internet unterwegs zu sein? Wenn man zum Beispiel Dinge macht wie Online-Banking oder auch Online-Shopping, ist immer die Gefahr, dass es auch wirklich ganz schnell um richtiges Geld geht, ums eigene Geld. Und da ist einfach die Geschichte, ich muss mich entscheiden, welches Betriebssystem will ich stattdessen verwenden. Es gibt klar, es gibt die Angebote von Microsoft, die Nachfolger, in der Regel Windows 7. Daheim ist es oft schon Windows 8.1. Leider sind aber natürlich die neuen Windows-Betriebssysteme auch deutlich anspruchsvoller an die Geräteausstattung. Man wird sich also im Normalfall dann auch gleich neue Hardware, neue Geräte kaufen müssen. Wobei da dann praktischerweise das aktuelle Windows dann schon dabei ist. Was sehr gut ist, dass einzeln doch über 100 Euro kostet. Eine weitere Alternative sind kostenlose Betriebssysteme aus der Linux-Welt, die man sich auch einfach im Internet legal herunterladen kann. Weil es so ist, es ist vieles sehr ähnlich wie unter Windows, aber trotzdem gerade unten im Kern doch sehr anders und für einen normalen Endanwender eigentlich schon zu viel. Während es im Privatbereich natürlich deutlich einfacher ist, einen Computer auszutauschen, das ist natürlich jetzt in so einem professionellen Bereich, sind es natürlich ganz andere Summen. Man hat da nicht einen Rechner oder zwei, sondern 10.000, 20.000 Rechner, die man umstellen muss. Hier auf dem Gelände sind es jetzt zum Beispiel knapp 400 Rechner, die wir jetzt eben in einer sehr kurzen Zeit umstellen müssen. Trotzdem werden im Firmenbereich vermutlich auf längere Zeit noch XP-Computer eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel bei vielen Banken und Sparkassen Geldautomaten, in denen innen drinnen ein Computer arbeitet, der auf Microsoft Windows XP basiert. Da diese Geräte aber nicht direkt mit dem Internet verbunden sind, ist natürlich auch die Gefahr von Sicherheitslücken geringer. Allerdings gilt auch hier der Grundsatz, es muss eine Perspektive geben, um auf ein aktuelles Betriebssystem zu gehen, dass der Wechsel auf ein neueres Betriebssystem auch Vorteile bietet, die man nutzen kann, neben dem, dass man sich natürlich überlegen muss, wie sicher sind meine Daten.